Hey Hero Maniacs, ich begrüße euch zu einem neuen Angespielt und wir wollen uns heute mal ein bisschen The Room anschauen. Ursprüngliche iOS- und Android-Spiel, das jetzt auf dem PC geportet wurde und hat nichts mit dem Song der Bloodhound Gang zu tun. Ihr wisst schon, The Room is on fire. We don't need no other, let the motherfucker burn. Burn, mother beep. Ihr wisst schon, hat damit nichts zu tun. Ja, ist ein Spiel, das, wie gesagt, auf anderen Plattformen veröffentlicht wurde und ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, wenn es um Handyspiele geht, die plötzlich in Steam auftauchen. Was mir hier so ein bisschen die Scheu genommen hat, ist die Tatsache, dass ich The Room damals sehr gemocht habe, als es ursprünglich veröffentlicht wurde. Und zum anderen ist es sehr günstig, 5 Euro, und ist ein toller Port geworden. Ihr seht, optisch sieht es richtig klasse aus. So, was ist The Room? The Room ist ein Puzzlespiel, ein Rätselspiel, wo es darum geht, ja, Tresore zu knacken, wo es darum geht, einfach sein Hirn einzuschalten. Und ja, wir werden mal so ein bisschen reingehen, werden uns mal ein bisschen hier das Tutorial anschauen, werden uns so ein bisschen in die Story reinfuchsen, sag ich mal. Gut, wir sehen hier, wir haben einen Brief bekommen. Ich würde ihn ja gerne lesen, weil ich den gerade besser sehen würde. Was steht da drauf? Du bist hergekommen. Ich wusste, dass deine Neugier siegen würde. Die Antworten, die du suchst, befinden sich in dieser Kiste und etwas anderes auch. Etwas, von dem behauptet wurde, es könnte niemals gebaut werden. Nur dieses eine Exemplar existiert und ist der Schlüssel zu unfassbarer Macht. Dieser Tresor soll es dem Zugriff von Kleingeistern entziehen. Du wirst seine Geheimnisse zweifelsohne lösen können. Du warst seit jeher der Klügere. Mit dem beiliegenden Schlüssel erhältst du mein Abschiedsgeschenk. Dieses Okular sollst du stets bei dir tragen. Ohne es bist du blind wie alle anderen. Gut, schnappen wir uns mal den Schlüssel. Wir haben einen kleinen Messingschlüssel bekommen. So, und jetzt haben wir hier eine kleine Kiste. So, die werden wir mal öffnen. Schieben wir unseren Schlüssel ins Schloss. So, und da drin ist das Okular. Was steht da drauf? Wenn du mich fütterst, überlebe ich. Wenn du noch was... Wenn du mich tränkst, sterbe ich. Das Problem ist, fragt euch nicht, warum ich heute so komisch lese. Der Bildschirm ist ein bisschen weit weg. So, also wir haben ein seltsames Okular gefunden. Das können wir jetzt mal aufsetzen. Da sehen wir, die Welt erscheint ein bisschen anders. Das Problem ist, uns fehlt noch ein bisschen was für das Okular. So können die Notiz hier auch anvisieren. Wenn du mich fütterst, überlebe ich. Wenn du mich tränkst, sterbe ich. Okay? Gut, ein Rätsel. Die Lösung muss hier irgendwo sein. Okay, das nehmen wir mal so hin. Das heißt, wir zoomen mal heraus. So, wir finden die Antwort irgendwo auf dem Tresor. Das heißt, irgendwo hier ist die Antwort verborgen auf diesem Rätsel. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken. Das Problem ist, ich weiß auch nicht mehr so ganz, wie es läuft. Aus dem simplen Grund, dass knapp 1,5 Jahre her ist, dass ich zum letzten Mal The Room gespielt habe. Aber es ist natürlich auch nicht schlecht, dass ich jetzt hier ein bisschen rätseln muss mit euch live quasi. Denn irgendwo hier ist ein Geheimnis. So, was haben wir hier? Da haben wir auch eine Klappe. Also hier irgendwo hier muss was sein. So, da haben wir noch ein Schlüsselloch. Können wir hiermit vielleicht interagieren? Auch nicht. Wichtig bei solchen Rätselspielen ist es natürlich, sich alles anzuschauen. Und das gilt zum Beispiel, was haben wir hier unten? Die Füße. Ich glaube nicht, dass das die Antwort ist. Vielleicht kann man die irgendwie drücken. Wir gucken mal. Feuer, Holz füttert es, aber Wasser löscht es. Ich sollte mal mich mit Drücken versuchen. Okay. So, da haben wir den Schlüssel gefunden. Ein merkwürdiger alter Schlüssel. Den können wir uns mal anschauen. So, wie wir hier sehen, den kann man drehen. Und dann passt der natürlich zu diesem Schlüsselloch, was wir gerade gefunden haben. Das gucken wir uns jetzt mal an. Wie gesagt, das ist natürlich jetzt das Tutorial. Das sind noch möglichst einfache... Ne, das ist nicht das. Warte mal, kann ich den noch drehen? So ist es. Das ist natürlich jetzt möglichst einfache Rätsel, weil es einfach der Tutorial-Bereich ist. Wenn ich mich erinnere, The Room wird nachher ein ganzes Stück schwieriger. So, Inventaroption gefunden, Objekt gefunden. Eine Metallplatte, die man als Schraubenschlüssel verwenden kann. Den können wir uns auch mal anschauen. So, und wenn ich mir das anschaue hier oben, dann sagt mir das doch schon direkt... Ich kann hier das Key hier benutzen. So, drehen wir das Ding mal ab. Wir müssen ja irgendwie an das Geheimnis dieses Safes kommen. Und hier haben wir das Okular gefunden, beziehungsweise die Linse fürs Okular. So, das heißt, wir können jetzt hier mal draufklicken. Oh, und jetzt sehen wir, durch diese neue Linse sehen wir plötzlich Dinge, die vorher verborgen waren. Spooky, Freunde. Und spooky ist natürlich auch ein gutes Stichwort bei diesem Spiel. Einfach, weil es ja so ein bisschen von seinem...
wie sage ich es am besten, so von der Stimmung, die bei dem Spiel mit schwingt, ist es natürlich schon so ein bisschen spooky gemacht. Wir wissen nicht, wer wir sind, wir wissen nicht, wo wir herkommen. Es hat jetzt keine tiefe Story. Man wird so ein bisschen storymäßig durchgeführt. Da hatte der zweite Teil deutlich bessere Arbeit gemacht, wo wirklich eine richtig schöne Geschichte erzählt wurde. So, und jetzt, wie wir sehen, sehen wir nichts. So, welche Teil? Okay, der Mittelteil kann ich nicht drehen. Das heißt, von da aus richten wir aus. Ja, das ist wirklich ein richtig schönes Puzzlespiel. Also ich kann empfehlen, und das ist natürlich sowas deutlich, wie sage ich es, logischer, wenn man sowas hier zum Beispiel mit seinen Fingern auf einem Touchpad macht. Das habe ich richtig ausgerichtet? Habe ich es falsch ausgerichtet? Fuck. Also richtig. Muss eigentlich richtig sein. Was habe ich jetzt hier falsch gemacht? Warte mal, ach, das stimmt, der Mittelteil stimmt noch nicht. Katze, könntest du mal... Danke. Ich wollte sagen, irgendwas stimmte doch da nicht so. Und was habe ich denn da gerade falsch gemacht? So. Nee, auch nicht. What the fuck? Das ist natürlich jetzt der berühmte Vorführeffekt hier gewesen. So, und wir sehen, der Tresor öffnet sich. So, gucken mal, was drin ist. Eine Schatulle. Okay, also eine weitere Rätselbox. Sieh mal eine an. Das sollte ich rausholen und mir genauer anschauen, okay? So, wir haben natürlich das Tutorial-Kapitel jetzt abgeschlossen. Wie gesagt, das war keine große Herausforderung. Es soll Spieler ja so ein bisschen spielerisch an das ranführen, was einen erwartet. Denn die Kopfnüsse in dem Spiel, und das ist meine Erinnerung, und ich habe jetzt vor relativ kurzer Zeit erst The Room 2 gespielt, was, wie gesagt, vor einem halben Jahr maximal veröffentlicht wurde auf mobilen Plattformen wieder. Es ist einfach richtig, mit richtig guten Kopfnüssen garniert, diese Spiele. Und ich liebe solche Rätselspiele. Ich würde mir viel mehr davon wünschen. Deswegen war es für mich jetzt auch irgendwie so ein No-Brainer, dass ich gesagt habe, ich kaufe mir das Spiel. Okay, wir haben hier drei Schlüssel. Wenn man übrigens nicht weiterkommt, kann man sich auch Hinweise geben lassen, aber es ist ja fast langweilig. So, wir haben hier einen Verschluss. Wir können erstmal mit dem Okular durchschauen. Vielleicht sehen wir hier irgendwas. Ah, guck mal hier. Was ist das denn? Da haben wir schon irgendein Rätsel, was hier Zahlen macht. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt schon weiterkomme. Ich meine, hier würde ich sagen, eine 2. 2, 7. Was haben wir da? 5. Was haben wir hier unten? 5. Was soll das sein? Was soll das denn sein? Weiß ich nicht. Gehen wir mal weiter. Wir gucken uns erstmal weiter. Wir sehen es jetzt hier oben. Jetzt könnte ich mir einen Hinweis anzeigen lassen. Achso, das ist die Kombination von dem Ding. Warte mal. Wait a second. Vielleicht können wir das Ding aufmachen. Was war's? Warte mal, Sekunde. Wir gucken nochmal. Oben war 2, ne? Oder warte mal, könnte das auch 6 sein? Ne, 2. 2, 7. Hier kommt also eine 7 hin. 7. Was hatten wir unten? Das ist die große Frage. Was haben wir unten? Bin ich mir jetzt noch nicht so 100% sicher. 6. Okay, 6. 5 und 6. Ups. 5 und 6. Das heißt, hier eine 6 und hier 5. Mal gucken, ob das stimmt. Ja, das stimmt. So, ein Schalter. Was macht der? Ah, der öffnet hier. Okay, da kommt irgendeine Maschine raus. Sieht aus wie so ein Filmprojektor. Gut, gucken wir uns noch ein bisschen näher an. Okay, hier fehlt wahrscheinlich irgendwas zum Zünden. Hier, Klappe, kriege ich die schon auf, ja. Okay, sieht aus wie ein Aufziehmechanismus, brauche ich einen Schlüssel für, gut. Ich vermute fast, mir fehlt noch irgendwas. Wir gucken uns, warte mal, was denn? Gucken uns mal weiter um, was mir so auffällt, weil mal hier sehe ich doch. Und glaub mir, ich kann mich wirklich nicht mehr so wirklich, guck mal hier. Es ist so lange her schon, dass ich mich wirklich nicht mehr so richtig dran erinnern kann. Oh, ein Miniaturfernrohr. Katze. Das könnte natürlich für die Maschine passen. Das gucken wir uns mal an. Vielleicht kann man das öffnen. Warte mal, ein Pfeil. So, das sieht doch fast aus wie... Warte mal, kann ich das hier... Das kann ich mit Sicherheit hier draufpacken. So, okay. Sehr schön. Und das Schöne ist natürlich, man geht von Stück zu Stück. Das heißt, es sind... Hey,
das Schöne ist wirklich, man geht von Stück zu Stück. Das heißt, man findet immer mehr dieser Kisten, die man löst, die man versucht zu lösen, was manchmal gar nicht so einfach ist. So, jetzt gucke ich mal hier gerade. Mir fällt auf, hier unten, der Sockel ist anders als der. Also man muss wirklich so ein bisschen, ja, wie sage ich es, ein Auge fürs Detail manchmal haben. Oder komme ich nicht dran? Sekunde mal. Ja, also es hilft wirklich, ein Auge fürs Detail zu haben, alles anzugucken, alles anzuklicken. Das ist unglaublich wichtig. So, wir haben ein Stück Baumwolle gefunden. Das könnte doch brennen und hier reinpassen, oder? Wie seht ihr das? So, jetzt brauchen wir hierfür noch den Schlüssel. Ah, guck mal. Sieh meine an, wir haben ein Buch gefunden. Ein altes, ledergebundenes Buch. Das war jetzt tatsächlich Glück, dass genau das Ding sich da bewegt hat. Ja, und ich denke, langsam versteht ihr das Grundprinzip dieses Spiels. Es ist natürlich nichts für Leute, die sagen, nee, oh, da haben wir den Schlüssel. Für Leute, die sagen, nee, so Rätsel sind gar nicht meins. Es ist eigentlich, ja, es ist ein Layton ohne die schöne Layton-Story, möchte man fast sagen. Wobei, deutlich komplexer in meinen Augen von den Rätseln teilweise. So, den Schlüssel können wir natürlich jetzt hier verwenden und das Ding aufziehen. Okay. So, der Projektor läuft. Das Ding brennt. Nu? Was haben wir hier vorne? Hier haben wir auch noch eine Klappe, oder? Kann ich vielleicht irgendwas mit meinem Okular... Kann ich vielleicht da durchgucken? Ich muss diesen Apparat zum Laufen bringen, sonst finde ich nichts heraus. Ja, ich habe ihn doch zum Laufen gebracht. Ja, das auch nicht. Was läuft denn noch nicht an diesem Apparat? Ja, wir gucken uns mal um. Wir klicken natürlich alles weiterhin an. Kann ich vielleicht hier durchgucken? Auch noch nicht. Das haben wir. Da war nichts. Hier komme ich auch noch nicht weiter. Vielleicht da oben irgendwo was. Das kann natürlich auch sein, dass hier oben noch irgendwo was ist, weil wir sehen natürlich hier schon Vertiefungen, die auf weitere Rätsel deuten. Ich kann mich auch so null mehr dran erinnern. Ach, warte mal, was sagt uns der Brief hin? Haben wir uns noch gar nicht angeguckt. 11. Februar. Meine Forschungen kommen nur langsam voran. Mit diesen stümperhaften Geräten kann ich kaum etwas erkennen, aber da ist etwas. Zwischen Erde und Feuer, zwischen Wasser und Luft. Sehen kann ich es nicht, aber ich erkenne, dass es da ist. Wie der Schatten eines Objekts ohne Materie, der doch Gestalt und Form des Objekts verrät, das ihn wirft. Es ist das letzte Element, das Null-Element. Es verleiht allem anderen Inhalt, so wie alle Zahlen der Welt bedeutungslos waren, wenn es keine Null gäbe. Die Gesellschaft besteht aus kleinlichen Narren, verblendet von dunklen Künsten und Gier. Alchemie ist nicht die Jagd nach purem Gold, sondern die Jagd hiernach. Okay, mysteriöse Botschaften. So, jetzt frage ich mich aber, was ist hier mein Fehler? Denn das Ding ist aufgezogen. Das Ding läuft. Oh, warte mal, hier. Ah, muss das Ding noch nach oben schieben. Okay. Ah, jetzt leuchtet die Lampe da drin. Und seht mal hier. Okay, mysteriöser Mann ohne Gesicht, der auf unsere Kiste starrt. Ich habe den Eindruck, als hätte ich noch nicht alles gesehen. Okay, Okular kann uns wohl helfen. Gucken wir nochmal durch. Trial. Okay. Sieh meine an. Das Okular verrät das Rätsel. Warte mal, Trial. Trial. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, da ergibt sich nämlich auch wieder was, weil wenn ich das so wahrscheinlich einstelle, komme ich nicht auf das, was ich eigentlich lösen soll. Jetzt muss ich mal schauen. Das Mittelteil lässt sich wahrscheinlich nicht drehen, genau. Oh, ein Teufel, ein Teufelchen! So, zack. Ein L. Ein L, warte mal, passt das nicht zu einer Messingplatte? Ich habe doch irgendwo hier... Hier. Da oben passt es zu. Kann man dann das L dran packen und dann schreiben wir hier Trial rein. Also ich glaube, ihr seht vom Grundprinzip, wie es läuft. Und das ist The Room. Was man sagen muss, das Spiel ist nicht besonders lang, wenn die PC-Version nichts drauf bekommen hat, weil ursprünglich, ich sag mal so, es kommt natürlich immer drauf an, wie schnell löst ihr Rätsel. Ich glaube, das Original war so 2 Stunden lang. Also ich kam relativ zügig durch, vielleicht waren noch 3. Relativ kurz, wenn man länger an Rätseln dran sitzt, dauert es natürlich deutlich länger.
Aber es ist jetzt keine so 10, 12 Stunden Erfahrung. Dafür kostet es aber auch nur 5 Euro, was natürlich ganz positiv ist an der Stelle. So, hier öffnet sich was und eine weitere Kiste kommt raus. Meine Güte, so viele Kisten. So, da sehen wir nichts, aber wir sehen ein Schlüsselloch da oben. Können wir hier öffnen? Nee, können wir nicht. Aber da hinten liegt noch ein Brief. Gucken wir mal drauf. So, 8. Mai. McAllister hat die Abdrücke aus Ägypten hergebracht. Das Grundmuster setzt sich fort. Die Tibeter nennen das Nullelement Raum. Die Hindus nennen es Äther. Und für die Babylonier ist es ganz einfach oben. Die anderen Richtung, das Reich von Ishtar. Noch viel bedeutender ist die ständige Präsenz des Sechseck-Symbols. Das gleiche Symbol in unzähligen Kulturen, in unzähligen Jahrhunderten, überall auf dem Globus. Wer würde dann noch behaupten, all das sei fürchterlicher Aberglaube? Sobald ich das erste Destillat in Händen halte, werden sie mir glauben. Doch vorerst ist die Zahl der Skeptiker um 1 gestiegen. McAllister hat mir die Zusammenarbeit aufgekündigt. Ja, also es geht um diese Geschichte rund um dieses Null-Element. So, jetzt können wir mal gucken, vielleicht können wir hier den Tresor knacken. Ja, da fehlt mir noch was. Okay, es fehlt ein Teil, wird mir gesagt. Das Ding natürlich von allen Seiten mal an. Was haben wir hier? Da kann ich auch nichts. Hier hinten ist eine Schublade. Kann man die rausziehen? Und ihr müsst euch natürlich denken, alles, was ich jetzt mit der Maus mache, ist natürlich deutlich logischer und passender, wenn man es mit mit den Fingern macht, auf dem Tablet zum Beispiel. Aber gut, das will ich dem Spiel nicht zu sehr, um ganz ehrlich zu sein, vorhalten. Denn, also der Port ist wirklich astrein, da kann ich mich nicht beschweren und wer es vielleicht damals verpasst hat, bei seinem ursprünglichen Release, der macht jetzt wirklich nichts verkehrt, wenn er sich The Room kauft und sich's mal anschaut. Ich bin ja eigentlich ein großer Gegner und Feind von billigen Ports, die auf andere Plattformen gebracht sind, aber das hier ist wirklich ein toller Port bisher. So, jetzt komme ich hier zum Beispiel nicht weiter, zumindest sehe ich im Moment nicht, wie ich weiterkomme. Das heißt, ich könnte jetzt, warte mal, können wir hier von unten das Ding reinschieben? Und das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel einfach einen Hinweis nehmen. Hinweis 1, der Deckel dieser Kiste sieht aus wie der Rolldeckel, da war zu schnell, wie der Rolldeckel meines Sekretärs. Ja, stimmt, sagt er ganz gut hier. Das heißt, man kann das Ding vermutlich irgendwie nach hinten schieben, beziehungsweise hier öffnen. Guter Tipp. Und wie wir sehen, zack. Das sind so kleine Tipps. Man guckt die sich an und plötzlich kommt man weiter und kriegt weitere Ideen. So, jetzt sehen wir hier oben eine Platte. Okay. Ein, wie sage ich es am besten? Ein Rätsel basierend auf, ich will nicht sagen Schwingung, aber, ihr wisst, was ich meine. So, da stehen jetzt Sachen drauf. Und diese Symbole, die wir da sehen, die habe ich, glaube ich, schon hier gesehen. Zum Beispiel hier. Wobei, die sind ein bisschen anders. Ich glaube, hier oben waren solche Symbole. Das heißt, man muss wirklich sehr aufmerksam sein. Ne? Wobei, die Symbole sind ein bisschen anders. A little bit different. Huch, jetzt habe ich es gelöst, ohne was zu machen. Das passiert auch manchmal. Sollte nicht, aber ja. So, jetzt sehen wir hier ein weiteres Rätsel. Hier sehen wir jetzt dieses Symbol. Das können wir übrigens drauf sehen. Was wir jetzt schon ein paar Mal gehabt haben, dieses Null-Element. Sowas hasse ich ja, solche Zusammensetzsachen. War jetzt glücklicherweise nicht ganz so schwer, da kommen später noch deutlich komplexere Sachen von. So, ein Schlüsselloch hat sich hier offenbart, nachdem wir das gelöst haben. Ja, ich habe noch keinen Schlüssel dafür, das ist natürlich schlecht jetzt. Das ist natürlich sehr schlecht. Irgendwo kriegen wir den Schlüssel her oder können wir hier noch was machen? Gut, ich denke... Was ich euch geben wollte, war natürlich ein Ersteindruck. Wie üblich bei diesen Angespielt, ich wollte euch einen Ersteindruck zu einem bestimmten Spiel geben und ich denke, genau das habt ihr jetzt bekommen, denn ja, wie sage ich es am besten? Also ich bin großer Fan von The Room. Teil 1 und Teil 2 gibt es auf Android. Preislich schenkt sich das, glaube ich, nicht so viel mit der PC-Veröffentlichung, aber wer jetzt vielleicht sagt, ja, ich spiele nicht gerne auf dem Handy oder ich spiele nicht gerne auf dem Tablet, ganz ehrlich, 5 Euro ist nicht teuer und gerade für Leute, die gerne rätseln. Ich bin mir sicher, der Meto, einer aus unserer Community, der sehr häufig kommentiert, wird dieses Spiel auffressen und lieben. Und ja, der Rest von euch hoffentlich auch, weil ich bin sehr begeistert, habe eine Menge Spaß damit und ja, werde es wahrscheinlich echt nochmal lösen. Auch wenn ich mir hier nochmal einen Hinweis holen muss. Ich muss irgendwo einen Schlüssel finden. Habe ich irgendwo was übersehen? Also wie gesagt, wenn man nicht weiterkommt, es ist sehr schön, einfach hier zack Hinweise geben lassen und man kommt ein bisschen weiter. Die Hinweise sind nicht, also in der Regel kriegt man, ihr seht es, 1 von 4, mehrere Hinweise. Es ist nicht immer alles so offensichtlich und
Ja, das ist sehr angenehm. Zum Beispiel hier hinten habe ich gerade gesehen, da hinten, zack, steht doch eine Zahl. Die ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Steht da 2, 3. Ist mir beim ersten Mal drüber schauen wirklich nicht aufgefallen. Ja, also wie gesagt, ich werde das jetzt hier noch lösen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Nicht zu The Room, weil das wäre wie gesagt angespielt und sollte euch einen Ersteindruck geben.